Mein Name ist Matthias Mester, ich bin 28 Jahre alt, starte für den 1. FC Kaiserslautern und bin Speerwerfer. Ja, ich bin Speerwerfer geworden, also es ist alles angefangen. 2005 bin ich mit dem Leistungssport Leichtathletik angefangen. Und ja, ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Ich habe vorher immer Fußball gespielt, war das größte Kopfballungeheuer der Liga und wurde dann bei einem Hobbyturnier entdeckt und dann sagte mein ehemaliger Trainer oder hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei so einem Schnupperkurs oder Probetraining in Leverkusen mal mitzukommen. Ich finde gerade als kleinwüchsiger Athlet finde ich den Speerwurf schon sehr reizbar, weil es sieht natürlich auch von außen einfach gut aus, weil bei uns gibt es eine Größe von maximal 1,45 Meter. Der Speer ist, glaube ich, 2,30 Meter lang. Und wenn man den dann über 40 Meter wirft, das macht man ja auch nicht einfach mal so aus dem Schlaf. Und ja, es sieht natürlich immer cool aus. Meine ehemalige Trainerin Steffi Nerius hat mir einiges beigebracht. Also ohne sie würde ich jetzt auch hier nicht sitzen. Ich meine, wer hat schon, wer kann schon behaupten, dass er von einer Weltmeisterin, Europameisterin, Olympia-Zweite trainiert worden ist und das auch noch im Speerwerfen, meine Paradedisziplin. Sie hat mir halt ihre Tipps und ihre Erfahrung weitergegeben, so dass ich halt auch einige Weltrekorde geworfen habe, Welt-Europameister bin, den Europarekord zurzeit noch halte mit 41,67. Und ja, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich jetzt für Rio mich einfach nochmal, ich möchte einfach nochmal neue Impulse setzen für mich. Also nochmal neue Reize setzen, nochmal Vollgas geben, jetzt konzentriert auf Rio. Eine Medaille fehlt mir noch. Das ist in Rio die Goldmedaille. In London hat es ja leider nicht geklappt. Und da arbeite ich drauf hin. Wir haben jetzt aber dieses Jahr noch die Weltmeisterschaft. Da versuche ich natürlich auch, meinen Titel zu verteidigen. Wird schwer, ist aber machbar. Und in Rio soll es dann auf jeden Fall aufs Treppchen gehen und dann, wenn es möglich ist, nach ganz oben. Und wenn man einmal die Paralympics erlebt hat, und es ist ja so, dass gerade im Behindertensport, wann ist das Stadion mal mit, in Peking 91.000 oder in London mit 80.000 Leuten gefüllt. Und diese Atmosphäre zu erleben, das ist einfach einmalig. Und wenn man da einmal Blut geleckt hat, dann will man da auch wieder hin. Also von den Ergebnissen kann sich das diese Saison schon sehen lassen. Also so früh in der Saison, schon über 40 Meter, die WM ist im Oktober. Also kann man auf einiges gespannt sein, auf jeden Fall. Es ist immer ganz witzig, was mit dem Alltag passiert. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann fragen halt immer Kinder, Mama, warum ist denn der so klein? Und ich finde es dann positiv, wenn dann die Eltern die Kinder nicht wegziehen, sondern sagen, ja, frag ihn doch einfach, warum er so klein ist. Weil es ist ja meistens schon so, dass ich eigentlich größer bin als die kleinen Kinder. Ich habe halt dann nur einen Bart und bin dann halt der kleine erwachsene Mann. Und die Antwort, die ich dann immer sage, ist dann, ich bin so klein, weil ich meinen Teller nie leer gegessen habe, als ich so alt war wie du. Und dann kriege ich dann immer Daumen hoch von der Mama. Und ich denke mal, seit dem Zeitpunkt essen die Kinder dann auch immer brav auf.